Jetzt habe ich nochmal eine C-Klasse hier. Auf jeden Fall, ich bin echt schockiert. Das ist mir gar nicht abends aufgefallen so. Also ich weiß nicht, was aus Mercedes so jetzt geworden ist. Ich habe es gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ja, dass die so abbauen, was so Materialien angeht. Ja. Was ist das? Das ist Plastik. Das ist echt so schlecht. Gut, jetzt hat er auch eine, das ist jetzt auch nichts Krasses. Ich weiß nicht, C180 oder so, aber die kosten ja auch Geld, die Autos, ne? Aber das fühlt sich so billig an, ich weiß nicht. Was ist das? Also das ist, ich bin echt baff, ja, wie billig sich das anfühlt. Und aussieht auch, ne? Das sieht einfach auch echt kacke aus, sorry. Schlecht sieht das aus. Das fühlt sich nicht so gut an. Der Knopf fühlt sich schön an, das gebe ich zu. Weil das halt auch härter ist, nicht so ein Plastik. Das ist auch irgendwie aluminiummäßig. Aber ich finde das hier auch so irgendwie, das hier. Ich weiß nicht, ja. Das holt mich nicht ab. Dann hier so Plastikwippen. Plastikwippen. Irgendwie. Also keine Ahnung, ne? Von außen geht's. Ist halt eine C-Klasse, ne? Was soll man da sagen? Keine Ahnung. Ob man alles mit Ambiente regeln kann, ich weiß nicht. Ja. Ja, ist in Ordnung, keine Ahnung. Sieht cool aus von außen, geht klar. Ist halt nichts. Jetzt kein AMG oder AMG-Paket und so, ne? Das merkt man schon, aber. Dieses Ambiente und so, aber das ist ja auch. Also keine Ahnung, das gibt es ja auch schon 10 Jahre wieder jetzt gefühlt, ne? Keine Ahnung, das haut jetzt auch nicht mehr rein, wenn der Rest nicht so stimmt. Wie gesagt, ich bin echt ein bisschen schockiert. So über diese Haptik. Holt mich jetzt nicht so ab, ja? Ehrlich gesagt. Ist halt ein Neuwagen, ne? Fährt sich in Ordnung, 15.000 Kilometer, das, was willst du jetzt erzählen? Das ging jetzt eher so ein kleiner Monolog so über meinen Eindruck vom bei Tageslicht fahren. Puh, ja, deshalb, also ich denke, ich werde jetzt hier nicht großartig Fahrvideo drehen, weil es gibt ja nicht viel zu erzählen. Fährt sich halt wie jeder Neuwagen einfach ordentlich. Sieht cool aus, aber halt mega billig, ja, also deswegen, und Displays hat irgendwie auch schon jeder, ne, das ist jetzt auch nicht mehr so krass. So irgendwie langweilig geworden, ja. Damals war das unnormal Ansage, alles mit diese Ambilight und dies, das und Displays und oh, jetzt irgendwie holt mich das nicht so ab, ich weiß nicht, ich hatte so voll Charakter verloren. Ey, ich habe echt gerade gedacht, ich muss das euch mal zeigen, weil ich bin, wie gesagt, hier, das ist so billig, ich habe das Gefühl, man kann das so ganz, ganz leicht abnehmen. Ich weiß auch nicht, so geklipst, aber so schlecht halt, so richtig, als ob ich in irgendeinem ja, anderen Konzern halt unterwegs bin, nicht Mercedes. Weißt du, Mercedes verbindet man halt mit Premium, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? I don't know. Ja. Weißt du, keine Ahnung, ich denke mir halt, ich müsste jetzt mal schauen, was die kosten, was die neu kosten, und ich weiß nicht, wohin das noch führen soll. Aber diese Taste, das ist echt provokant, ja. Das ist so Plastik. Ich will hier so ein bisschen, nicht sowas, nee, ich möchte so wie hier sowas aluminiummäßiges oder so. Ein bisschen metallmäßiges. Das ist ja, darf ja wohl nicht so viel verlangt sein, oder? Ich wollte einfach echt nicht eine krasse Review machen. Ja. Ihr merkt ja, das Auto rollt, also das ist ja wohl das Mindeste, dass ein Neuwagen gut fährt, aber das sieht auch nicht schlecht aus jetzt, ich sag ja gar nichts, aber wie gesagt, ich finde es halt langweilig, so Navigation holt mich nicht mehr ab oder keine Ahnung, die Farben, dieses Blau und so, das nervt mich auch, diese Multimedia und so, ist alles in Ordnung, ist klar, ne, das können die. Ja, oh schön, endlich hat sich mal diese blaue Farbe geändert, ich konnte das auch nicht mehr sehen, aber so ist cool, ja,
So ist das natürlich wieder schöner. Das gebe ich jetzt zu. Das muss ich revidieren. Ich fand das Blau sehr langweilig und alt. Aber jetzt in dem Look sieht es schön aus. Ich bin froh, dass man das ändern konnte, die Farbe. Das hat mich jetzt unnormal. Das sah so frustrierend aus. So alt einfach, dieses Blau. Dieser Look. Jetzt sieht das schon natürlich sportlicher und fresher aus. Das ist ja immerhin etwas, ne?